Guten Morgen, dieses Video ist an alle potenziellen Abzocker gerichtet. Auch an alle, die erfolgreich werden wollen, mittels einer Strategie, die auf kurzfristigen Gewinn und auf Betrug an den Menschen ausgerichtet ist. Ich versuche damit ein wenig den Menschen, die sich gerade in dieser Phase befinden, da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum einen möchte ich gerne diesen Menschen mitteilen, dass ich persönlich BWL studiert habe, seit 15 Jahren, eigentlich seit 20 Jahren fast mittlerweile, selbstständig bin und in all den Dingen, die ich getan habe, erfolgreich war, finanziell erfolgreich war. Darum geht es letztlich ja den meisten jungen Unternehmern auch nur. Und diese Erfahrung, die ich euch heute teile, ist sicherlich nicht so leicht anzunehmen für den einen oder anderen, der sich in der Phase befindet, dass er möglichst schnell viel Geld verdienen möchte. Und zum anderen wird sie wahrscheinlich auch auf großen Widerstand stoßen, weil jeder möchte möglichst das, was er erreichen möchte, schnell erreichen und er möchte das möglichst bequem erreichen und dass es ein leichter Weg ist. Und das ist es aber nicht. Es ist nicht ein leichter Weg, in Einklang mit sich und mit seinem Umfeld wirklich erfolgreich zu werden, denn das bedeutet eben mehr als finanziellen Erfolg. Ich kann aus tiefster Seele sagen, Geld macht nicht glücklich, beruhigt auch nicht. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das oben. Also, abzocken. Es geht darum, einen kurzfristigen Gewinn zu erreichen. Man kann das zum Beispiel derzeit sehr gut mit Affiliate Marketing, mit Schneeballsystemen erreichen. Das heißt, man bewirbt etwas, was gar keine eigene Leistung ist, aber aufgrund seiner Reichweite, die man hat in seinem Blog, in seinem YouTube-Kanal, Webseite, was auch immer. Und bewirbt das und bekommt dann einen Anteil des Geldes. Und bei insbesondere Schneeballsystemen ist es so, dass man denjenigen, den man bewirbt, dass derjenige, wenn dieser dann auch in dieses System einsteigt, auch wieder Menschen werben kann, wofür man dann in einem entsprechenden Schneeballsystem wieder Geld bekommt, dass derjenige andere wirbt. Und unten derjenige, wer das wird, der bekommt dann die, auf zwei Ebenen wird dann das Geld nach oben gereicht. Und so geht das immer weiter und irgendwann, wow, passives Einkommen, ich muss nichts mehr tun. Als ob das eine sinnvolle Sache wäre. Frag mal die Menschen, die nichts mehr zu tun haben. Schaut mal einfach mal in die Rentner. Schaut mal an, wie gerne sie etwas tun würden, aber es A, nicht mehr können und B, einfach nicht das Lebensgefühl dafür haben, etwas zu tun. Weil sie in einem Leid versacken. Etwas tun zu dürfen und tun zu können, ist etwas Wunderschönes. Und das hält euch am Leben. Denn wer nichts mehr tun kann und nichts mehr tun will, der hat für das Universum keine Bedeutung. Und der wird so noch ein bisschen dahin leben, aber der begreift nicht die Essenz des Lebens. Das heißt, etwas Wunderschönes, etwas zu tun. Und ein passives Einkommen. Oh, ich muss nichts mehr tun. Ist eine Illusion der Beruhigung. De facto setzt man sich dann viel weniger mit sich selber auseinander. Man sagt zwar, ja, man hat dann total viel Zeit für Selbsterfahrung und sowas, aber dann hangelt man von einem Retreat zum anderen Retreat, zur nächsten Religion, zum nächsten Guru, zum nächsten Buch und fragt sich irgendwann, was ist das eigentlich mit dem ganzen Leben? Wenn man aber im Sein ist, im Tun, dann fragt man sich dann nicht danach. Man lebt. Man lebt. Und da ist dieses böse 9-to-5-Job, bloß davon lösen, das wird plötzlich zu dem Grundbaustein eines erfüllten Lebens. Man hat zumindest das Potenzial. Kurzfristiger Erfolg durch Schneeballsysteme, wo man irgendwann nichts mehr tun muss. Kurzfristiger Erfolg durch wobei Schneeballsysteme, es kommt immer darauf an. Also Schneeballsysteme sind an sich ja verboten, aber sie sind meist oft gekoppelt mit einem Produkt. Je nachdem, wie gut das Produkt ist, kann das ein ganz, ganz schneller Prozess sein mit so einem Schneeballsystem, was halt in kürzester Zeit, also geschäftlich gesehen, also ein Jahr oder zwei Jahre, plötzlich total, man pro Monat Tausende von Euro verdient. Und es kann natürlich auch sein, wenn es ein schlechtes Produkt ist, dass es halt eben länger dauert oder dann, wenn man irgendwann am unteren
Ende des Schneeballsystems ist dann einfach nur noch Geld kostet. Aber davon mal abgesehen. Kurzfristiger Gewinn, den kann man auch erreichen, indem man betrügt. Indem man ein Produkt als etwas Besseres darstellt, als das es ist. Und da ist nicht nur gemeint, dass man ein physisches Produkt darstellt, besser als es ist, sondern auch eine Dienstleistung. Wenn man eine Dienstleistung bewirbt und sagt, hey, das wird dein Leben verändern und mit diesem Videokurs zum Beispiel wirst du durch die Decke gehen und das ist das Beste überhaupt und dann nimmt derjenige den Videokurs und ist halt immer noch in dem normalen Raum und die Decke ist immer noch genauso fest wie vorher und ja, dann hat man den kurzfristigen Erfolg zwar, aber derjenige wird dann beim nächsten Produkt dann sagen, nee, also das muss ich mir nicht nochmal tun. Und das ist aber das, was derzeit so ein bisschen in dieser, von diesen Erfolgstrainern so auch oft so, was so propagiert wird, dass man halt eben sich selber total stark bewirbt, ganz stark auftritt und ja extrem sein Produkt über alle Maßen lobt und total wider dem, was man vielleicht einfach dafür empfindet, das lügt, betrügt. Und das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. Ein Produkt, welches wirklich von der Qualität her nicht überzeugend ist, wird euch auf Dauer schaden. Viele sind der Meinung, haut raus, was geht. Besser was Schlechtes als gar nichts. Bin ich absolut anderer Meinung. Meine Erfahrung zeigt mir auch absolut das Gegenteil. Setzt auf Qualität eure Produkte. Auch das ist nicht zuletzt ein Baustein dessen, was sich bei mir gerade tut. Ich bin davon losgekommen zu sagen, ich mache jeden Tag ein Video. Das war am Anfang so ein bisschen mein Bedürfnis, weil ich ein Tagebuch geführt habe. Aber mittlerweile habe ich das Bedürfnis, in jedes Video Herzblut so reinzulegen, dass jeder davon genau spürt, was ich meine. Dass das nicht irgendwie so ein Video ist, damit es ein Video ist, sondern dass es etwas ist. Und ich habe ja eben auch gemerkt, dass die Leute übersättigt sind. Wen wundert es bei so vielen Möglichkeiten, sich tagtäglich YouTube-Videos anzugucken, dass die Leute so übersättigt sind mit irgendwelchen zum 100. Mal gehörten Dingen, dass man auf Qualität setzen muss. Und Qualität ist absolut essentiell für einen langfristigen Erfolg. Und das geht nicht nur, was finanzielle Sachen angeht, das geht auch, was Beziehungen angeht, was alle Lebensbereiche angeht. Setzt auf Qualität. Und kurzfristiger Erfolg, gerade in Zeiten des Internets, der Lebenszyklus eines Produktes ist viel kürzer, weil man sich viel schneller connectet und informiert, hey, ist der Videokurs wirklich so gut? Die Rezensionen bei verschiedenen Plattformen, bei Digistore, bei Amazon, bei Tribal, bei allen möglichen Sachen gibt es ja Rezensionen. Und es geht viel, viel schneller. Es gibt YouTube-Kanäle, die rezensieren Videokurse von anderen und so weiter. Produkte, kaufen Produkte, technische Gadgets und sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht. Die Produktlebenszyklen sind immer kürzer. Es geht immer mehr zur Globalisierung, es geht immer mehr zur Qualität. Und wenn man wirklich ein gutes Produkt hat, wenn man wirklich eine gute Qualität produziert, egal ob es ein physisches Produkt ist, sondern eine Dienstleistung, dann ist das etwas, wo man auch mit sich selbst viel stärker resoniert, wenn man sich wirklich hinterfragt und wenn man sich wirklich spürt. Und man sollte das auch nicht unterschätzen. Die eigene Energie, das eigene Wohlfühl. Man ist so in dem Tunnel drin am Anfang, und das war ich vor 20 Jahren genauso, wo ich in anderen Geschäftsbereichen mich aufgebaut habe, dass ich Geld verdiene, dass ich erfolgreich werde. Die Zahlen, das war das Entscheidende. Die Zahlen auf dem Bankkonto. Und letztlich ist es aber so, dass man oft weiß, dass man sich vielleicht über Wert verkauft, gerade wenn man in Sachen, in Bereichen operiert, die sehr hohe Gewinne abwerfen. Also Bereiche, wo man jetzt nicht über Hunderte von Euros im Monat redet, sondern über Tausende oder über Zehntausende von Euros. Da ist es oft so, wenn man in so ein Business reingeht, dass man irgendetwas tut, was andere nicht tut. Und das sind meistens Dinge, die wirklich am Randbereich liegen. Am Randbereich von Legalität, am Randbereich von eigenem von einigen ethischen Aspekten und ja, Betrug zählt halt eben auch dazu oder Lügen und das projiziert man dann auch eben auf andere in seinem Weltbild, was ich selber denke und tue, das traue ich anderen Leuten zu und damit wird die Welt sehr, sehr grau und trist und das unterschätzt man. Das heißt, wenn man selber
in dieses negative, in diese Abzockermentalität reingeht, dann wirkt es auch wieder energetisch zurück und man nimmt die Welt als schlecht wahr, also als schlechter wahr. Das sollte man nicht unterschätzen. Absolut nicht unterschätzen. Und es ist auch immer schön zu sehen, dass sich in vielen Bereichen die Qualität auch durchsetzt. Und da kann man dann auch solche Dinge machen wie, mein Paradebeispiel ist immer Roberts Teehaus. Das ist ein Teehaus, das hat 5 Teesorten. Ein Teehaus mit 5 Teesorten, wie kann denn sowas funktionieren? Das kann funktionieren, indem man wirklich eine super, super, super Qualität anbietet, wo man relativ große Packungen vertreibt und darüber, über diese Spezialisierung, über ein absolutes Qualitätskriterium, das ist wirklich von den Teesorten, ich habe dieselbe Teesorte jetzt auch von anderen Sachen probiert, das ist unvergleichbar, wie die Qualität dieses Teehauses ist, aber sie bieten halt nur 5 Sorten an und in einer relativ großen Packung. Und sie sind trotzdem die preiswertesten. Sie haben die bessere Qualität zu einem geringeren Preis. Und dann kann man auch kostenlose Proben versenden und man kann dann sozusagen in einfach ganz guten Gewissens und man muss fast gar nichts dafür tun und das läuft. Und das läuft, weil Qualität setzt sich durch. Dasselbe auch im Dienstleistungsbereich. Gute YouTuber setzen sich einfach durch. Die tun beständig an Abonnentenzahlen zulegen. Ganz beständig. Und dann gibt es YouTuber, die bekommen überhaupt keinen Fuß auf den YouTube-Markt gesetzt. Und das nicht, weil sie so unglücklich sind oder weil der YouTube-Markt gesättigt ist. Das ist auch überhaupt nicht. Ne? Auch wo ich angefangen habe, vor 4 Jahren, wurde mir gesagt, brauchst nicht nur einen 100. veganen Blog und wie du deine vegane Umstellung machst und so weiter. So. Aber Qualität setzt sich immer durch. Wenn du irgendetwas hast, was mitteilenswert ist, wenn du eine spezielle Art hast, eine Art ist individuell, all die Dinge, die setzen sich auf Dauer durch. Qualität setzt sich durch. Und natürlich sagen dann die Menschen, ja, nein, das ist alles entweder Verschwörung und es ist überhaupt nicht möglich, gewisse Informationen zu teilen, obwohl sie so wichtig sind. Nein, diese Informationen sind dann wahrscheinlich einfach nur Humbug. Das sind keine echten Informationen. Und das sind auch keine Geheimnisse aus der augenöffnenden Welt und aus der Welt derer, die jetzt klar sehen. Sondern das ist einfach irgendeine kleine Gruppe, die sich irgendwelche Hirngespinste in den Kopf gesetzt haben, um dann zu sagen, das ist wichtig. Und wir sind deshalb nicht erfolgreich im Sinne, dass es die Leute hören, weil die anderen Leute alle blind und taub sind und weil die anderen alle manipuliert sind und weil sie was auch immer noch sind. Ja? Nein, nein. Das ist einfach keine Qualität. Und in dem Bezug, YouTuber, die sich halt mit solchen Theorien auseinandersetzen, das ist halt, bezieht sich die Qualität darauf, dass das einfach nur ein offensichtlicher Ausgleich für die Angst im Menschen ist, für die eigene Ängstlichkeit im Leben. So. Und klar kann man sich das mal anschauen, aber das ist keine Qualität, die sich durchsetzen wird. Ja? Andersrum sieht es aus mit Kanälen, die sowas ganz oberflächlich als Unterhaltung machen. Also die große Skandal, also ganz so großer Skandal. Wir haben Reptiloiden entdeckt, die uns steuern, dort und dort und dort. Wo sich selbst Leute das anschauen, die da überhaupt keinen Zugang dazu haben, einfach weil das so blöd ist, dass man sagt, okay, ich schaue mir das einfach mal an. Aber das wissen die Menschen dann meistens auch. Und die gehen halt, die setzen die Qualität in der Unterhaltung. Aber Qualität setzt sich immer durch. Abzockermentalität, kurzfristig Geld verdienen, das ist ein Irrweg. Es ist ein absoluter Irrweg. Und wenn ihr irgendwas lest, so ganz schnell Geld verdienen, zur ersten Million, so und so, die ersten 10.000 Euro nach 12 Monaten oder sowas. Selbst wenn es funktionieren würde, dann habt ihr Geld. Und dazu habe ich schon einige Videos gemacht, da möchte ich mich nicht wiederholen, aber ich kann euch sagen, das bringt gar nichts. Setzt auf Qualität in eurem Leben. Setzt auf Qualität in eurem Leben. Sowohl in dem Konsum, auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, als auch, wenn ihr irgendetwas anbietet beruflich, dass das qualitativ höchsten Ansprüchen genügt. Und wenn ihr das nicht tut, wenn ihr nicht erfolgreich seid, dann ist euer Produkt, eure Dienstleistung eben nicht qualitativ hochwertig genug. Es setzt sich Qualität durch. Das ist meine Lebenserfahrung und ich habe in Bereichen operiert, in sehr, sehr exotischen Bereichen, wo mir bis auf eine Sache immer gesagt wurde, das wird nicht funktionieren. Wo das Gewerbeamt nicht mal wusste, was das ist oder wie man da Geld damit machen sollte. Und es hat jedes Mal funktioniert. Von daher, mein Appell an euch, setzt auf eure Qualität als Individuum. Jeder hat eine Qualität. Versucht authentisch zu sein, versucht ehrlich umzugehen. Und dann klappt das auch mit dem Erfolgreichsein und zwar auf einer ganzheitlichen Ebene und nicht nur eben auf der finanziellen Ebene. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Christian. We'll be right back.
Mm-hmm.